Rassistisches Denken ist wohl so alt wie die Menschheit. Besonders brutal betrat Rassismus mit Kolumbus und der Kolonialisierung Afrikas und Südamerikas vor über 500 Jahren die Weltbühne. Die Versklavung von mindestens 35 Millionen AfrikanerInnen zur Ausbeutung der Rohstoffe in den eroberten Gebieten verfestigte bei den Weißen das Gefühl, als sogenannte weiße Rasse moralisch und zivilisatorisch überlegen zu sein. Der Begriff Rassismus wurde jedoch erst im späten 19. Jahrhundert geprägt. Rassistisches Denken ist wohl so alt wie die Menschheit. Besonders brutal betrat Rassismus mit Kolumbus und der Kolonialisierung Afrikas und Südamerikas vor über 500 Jahren die Weltbühne. Die Versklavung von mindestens 35 Millionen AfrikanerInnen zur Ausbeutung der Rohstoffe in den eroberten Gebieten verfestigte bei den Weißen das Gefühl, als sogenannte weiße Rasse moralisch und zivilisatorisch überlegen zu sein. Der Begriff Rassismus wurde jedoch erst im späten 19. Jahrhundert geprägt. Rassistisches Denken ist wohl so alt wie die Menschheit. Besonders brutal betrat Rassismus mit Kolumbus und der Kolonialisierung Afrikas und Südamerikas vor über 500 Jahren die Weltbühne. Die Versklavung von mindestens 35 Millionen AfrikanerInnen zur Ausbeutung der Rohstoffe in den eroberten Gebieten verfestigte bei den Weißen das Gefühl, als sogenannte weiße Rasse moralisch und zivilisatorisch überlegen zu sein. Der Begriff Rassismus wurde jedoch erst im späten 19. Jahrhundert geprägt.